Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2692 der Beilagen. Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist einstimmig. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Wir kommen nun zu den Punkten 14 bis 16 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies Berichte des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlagen 25, 58 der Beilagen, Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz und das Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungsgesetz geändert werden, 26, 88 der Beilagen, 95, 97 der Beilagen, Telearbeitsgesetz, 26, 89 der Beilagen sowie 26, 05 der Beilagen, Bundesgesetz, mit dem das Theaterarbeitsgesetz geändert wird, 2690 der Beilagen. Es wurde auf die mündliche Berichterstattung verzichtet. Am Wort ist Josef Muchic. Bitte schön, Abgeordneter. Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, geschätzte Besucher und Besucher aus Gaversdorf, es ist schön, dass der Herr Holzbaumeister Lapp jetzt auch hier im Parlament ist, weil wir beschließen jetzt bald ein Gesetz, das auch ihn betrifft. Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt um die Einbeziehung von Arbeitskräfteüberlassungsbetrieben in das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz. Diese Bestimmungen dieses Gesetzes sagen das aus, dass in künftig überlassene Arbeitskräfte, wenn auch der Betrieb einem Burg unterliegt, der die überlassenen Arbeitskräfte beschäftigt, dass diese Arbeitskräfte dann dem Burggesetz unterliegen. Die Novelle beruht auf einer Sozialpartnereinigung und bringt Vorteile für die überlassenen Arbeitskräfte. Ich bringe auch weiters einen Abänderungsantrag ein der Abgeordneten Tanja Graf, Markus Kotz und Josef Muchic. In diesem Abänderungsantrag ist die Einbeziehung von Spenglerbetrieben in das Burg geregelt. Auch hier gibt es eine Einigung der Sozialpartner mit Ausnahme von den Lüftungsspenglern und den Galanteriespenglern. Grund dafür ist ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 29. August 2023, wo festgehalten wurde, dass das Dacheindecken mit vorgefertigten Metallplatten durch Spenglerbetriebe auch der Burg zu unterliegen haben, weil es sich dabei um Dachdeckerarbeiten handelt. Das heißt, wir haben somit auch die Spenglerbetriebe in Burg mit diesen Tätigkeiten in der Burg eingegliedert. Und da geht es jetzt darum, dass eben hier die Zuschläge für Sachbereich Urlaub, Abfertigung, Überbrückungsgeld zu entrichten sind. Die Betriebe unterliegen auch der Schlechtwetterregelung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes. Und das ist auch gut so, weil der Dachdecker, Kollege Hörl, hat Schlechtwetter gehabt, der Spengler nicht. Das ist jetzt gleichgestellt. Wir behandeln Menschen gleich auf der Baustelle und glaubt, das ist gut so. Wir haben damit eines geschafft. Das heißt, für die gleichen Tätigkeiten am gleichen Ort gibt es gleiche Regelungen, sowohl bei der Schlechtwetterentschädigung, beim Urlaubsanspruch, bei der Abfertigung und beim Überbrückungsgeld. Und apropos Schlechtwetter, ich möchte auch einen Entschließungsantrag einbringen, weil es sehr gut passt. Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, bei den Unwetterkatastrophen, wo schwere Schäden wieder entstanden sind, viel Leid ist dadurch entstanden. Die Einsätze der Katastrophenhelfer sind hier wirklich unglaublich und ein großes Danke an all jene, die das wirklich immer wieder leisten. Aber wir hören es auch von den freiwilligen Einsatzorganisationen, es wird immer schwieriger, diese Einsätze auch zu gewährleisten und es werden auch immer mehr Einsätze aufgrund des Klimawandels. Und deshalb fordern wir hier als SPÖ, dass es auch für diese Einsatzorganisationen und deren freiwilligen Kräfte es eine gesetzliche Regelung gibt betreffend Freistellung und Entgeltfortzahlung. Auf Initiative der SPÖ konnten wir 2019 bereits Verbesserungen geschaffen werden, wo die Arbeitgeber, wenn hier Mitarbeiter freigestellt wurden für den Sonderurlaub, auch eine Entschädigung erhalten. Dieser
Antrag neu umfasst jetzt aber auch die Betroffenen, das heißt, die von Unwetterkatastrophen betroffen sind. Die Abgeordneten Muchitsch, Genossinnen und Genossen stellen daher nachfolgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit, wird aufgefordert, umgehend den Nationalrat eine Regierungsvorlage zur Beschlussfassung zu übermitteln, mit der ein Rechtsanspruch auf Freistellung und Entgeltfortzahlung im Katastrophenschutzeinsatz stehende Einsatzkräfte geschaffen wird. Zugleich ist sicher zu stellen, dass für im Einsatz befindliche ehrenamtliche Einsatzkräfte auch pauschale Abgeltung etwaiger Verdienstausfälle aus selbstständiger Tätigkeit, also auch Unternehmer, geschaffen wird. Für die von Katastrophen Betroffene gibt es noch keine Regelung und deswegen soll ein Schadenbeseitigungsurlaubsanspruch auch geschaffen werden. Zusammengefasst, egal ob Unselbstständige, egal ob Selbstständige, egal ob Betroffene, wir brauchen hier aufgrund des Klimawandels und der Katastrophen klare neue Regelungen. Bitte stimmen Sie unseren Antrag zu. Sowohl der Abänderungsantrag als auch der Entschließungsantrag sind ordnungsgemäß eingebracht und stehen somit auch in Verhandlung. Am Wort ist nun der Abgeordnete Lorenz Böttinger. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Novelle zum Bauarbeiter-Schlechtwetter-Entschädigungsgesetz. Bei diesem Tagesordnungspunkt 14 beschließen wir als Reaktion eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs die Gleichstellung zwischen der Stammbelegschaft und überlassenen Arbeitnehmern. Ebenso beschließen wir die im Abänderungsantrag angeführte Aufnahme der Spenglerbetriebe in die Burg, die aufgrund ihrer Tätigkeit als nahe Verhältnis zu Dachdeckertätigkeiten aufweisen. Dies gilt nicht für Galanterie- und Lüftungsspenglerbetriebe und mit diesem Beschluss unterstützen wir eine Sozialpartnereinigung. Mit der Novelle bei Tagesordnungspunkt 15 beschließen wir den rechtlichen Rahmen für Telearbeit. Der Unfallversicherungsschutz gilt demnach in Zukunft nicht nur im Betrieb, sondern auch bei Homeoffice in der eigenen Wohnung bzw. bei Angehörigen oder Coworking Spaces einschließlich von und zum Arbeitsort, sofern die Entfernung dem üblichen Arbeitsweg entspricht. Und bei Telearbeit im weiteren Sinn, also an allen anderen Orten, die im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern vereinbart wurde, entfällt jedoch dieser Wegschutz. In einer Telearbeitsvereinbarung müssen die Orte schriftlich vereinbart werden. Auch im Steuerrecht soll der Begriff Telearbeit das Homeoffice ersetzen. Und zu diesem Tagesordnungspunkt bringe ich nun folgenden Abänderungsantrag ein. Es geht hier um eine Klarstellung der Orte, wo steuerrechtlich tatsächlich Telearbeit vorliegt. Ich bringe den Abänderungsantrag der Abgeordneten Lorenz Böttinger, Magister Markus Kotzer, Kolleginnen und Kollegen, zur Regierungsvorlage 2597 der Beilage 27. Gesetzgebungsperiode betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993, das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Beamtenkranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Notarversorgungsgesetz, das Einkommensteuergesetz 1988, das Heimarbeitsgesetz und das Landarbeitsgesetz 2021 geändert werden, Telearbeitsgesetz in der Fassung des Ausschussberichtes 2689 der Beilage 27. Gesetzgebungsperiode. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Artikel 1, Änderung des Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetzes wird wie folgt geändert. Paragraph 2, Absatz 1 in der Fassung der Ziffer 1 wird der Klammerausdruck, Paragraph 1, Absatz 2, Unternehmergesetzbuch, des Seite 219, 1897. Herr Abgeordneter, ich darf Sie kurz unterbrechen, Sie müssen es wirklich komplett vorlesen, damit es ordnungsgemäß eingebracht ist. Okay,
danke dafür. Mir ist es im Vorfeld anders gesagt worden, dass ich alles vorlesen muss, aber danke dafür, ist eine erhebliche Erleichterung. Um was geht's? Vielleicht darf ich noch ganz kurz... Entschuldigen Sie, das war ist ein Missverständnis. Sie müssen es tatsächlich ganz genau so vorlesen, wie es hier im Text steht. Nur bei längeren Anträgen gibt es die Möglichkeit, ihn in den Grundzügen zu erläutern, aber hier muss leider der gesamte Text genauso, wie hier steht, vorgelesen werden. Sie meinen wahrscheinlich das Reichsgesetzblatt S219-1897 gestrichen. Ich glaube, es ist richtig, oder? Artikel 5, Änderung der allgemeinen Sozialversicherungsgesetz wird folgt geändert. Die Ziffer 3 lautet, drittens nach § 805 wird folgender § 806 als Überschrift angefügt, Schlussbestimmung zu Artikel 5 des Bundesgesetzes BGB 1 Nummer 30/2024. Paragraph 806, Paragraph 49 Absatz 3 Z 31 sowie Paragraph 175 Absatz 1a und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes, Bundesgesetzblatt 1 Nummer 39 2024. Abgeordneter, stopp, es steht hier nicht 39, es steht XXX 2024, weil das konkrete Datum noch nicht festlegt. Entschuldigung, römisch 30 2024 treten mit... Wichtig, wirklich, es ist XXX 2024. XXX 2024 treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft. Artikel 6, Änderung des Beamtenkranken- und Unfallversicherungsgesetzes wird wie folgt geändert. Die Z2 lautet 2 nach § 290 wird folgender § 291 samt Überschrift angefügt. Schlussbestimmung zu Art 6 des Bundesgesetzes, Bundesgesetzblatt 1, Nummer XXX 2024, § 291. Paragraf 90 Absatz 1a und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGB 1 Nummer XXX 2024 tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. So. Wunderbar. So, um was geht's? Schlussendlich die Einschränkung hinsichtlich des Vorliegens von Telearbeit dahingehend, dass diese nicht in einer zum Unternehmen des Arbeitgebers gehörenden Örtlichkeit stattfinden darf, soll insbesondere sicherstellen, dass nur dann Telearbeit vorliegt, wenn zumindest ein Teil der dadurch entstehenden Kosten der Sphäre des Arbeitnehmers zuzurechnen sind und insbesondere Unternehmen mit räumlich verteilter Struktur Möglichkeiten der Umgehung hintangehalten werden. Es soll jedenfalls nicht möglich sein, ein Tätigwerden in einer beispielsweise anderen Filiale oder Zweigstelle des Arbeitgebers zu dem überwiegenden Arbeitsort als Telearbeit zu qualifizieren. So, und jetzt haben wir noch in Punkt 16 die Novelle des Theaterarbeitsgesetzes bei Tagesordnungspunkt 16 bewirkt gesetzliche Klarstellungen und Neuregelungen, insbesondere bei Gastverträgen an Theatern. Viele Formulierungen sind nun klarer und wesentlich verständlicher gestaltet. Und ich bitte um Zustimmung in all diesen Punkten. Danke. Vielleicht finden wir im Rahmen einer Novelle der Geschäftsordnung eine Möglichkeit in Zukunft, dass die Mandatare weniger vorlesen müssen und mehr Zeit haben, die eigenen Standpunkte zu erläutern. Am Wort ist Magister Verena Nussbaum. Bitte, Frau Abgeordnete. Und ich darf noch natürlich sagen, dass der Abänderungsantrag nunmehr ordnungsgemäß eingebracht ist und auch in Verhandlung steht. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, es würde auch helfen, wenn man nicht nur einen Tag vorher oder in der Nacht vor der Sitzung einen Abänderungsantrag bekommt, sondern dass man den vielleicht auch ordnungsgemäß im Ausschuss schon bearbeiten und behandeln könnte. Auch ich möchte zum Punkt 15, zum Telearbeitsgesetz sprechen. Wir haben gesehen, ein positiver Aspekt aus den Lockdowns der Corona-Pandemie war, dass es nunmehr seit 1. April 2021 gesetzliche Regelungen zu Homeoffice gibt. Seither hat die Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeberseite auch erkannt, dass Arbeitnehmerinnen auch vom Homeoffice aus beste Arbeitsleistungen erbringen. Homeoffice ist jetzt geblieben.
Bis jetzt ist es nur in den eigenen Wohnungen bzw. in der Wohnung des nahen Angehörigen oder des Lebenspartners, der Partnerin und an Nebenwohnsitzen möglich. Das soll sich mit dieser Novelle nun ändern. Wir sprechen auch nicht mehr von Homeoffice, sondern von Telearbeit und der Umfang wird eben über die Wohnung hinaus ausgeweitet. Wir werden aber aus folgenden Gründen der Novellierung nicht zustimmen. Erstens gibt es noch immer keinen Rechtsanspruch auf Telearbeit und zweitens wird erstmalig der Unfallversicherungsschutz geteilt. In Zukunft sind Arbeitnehmerinnen an Wohnorten der Angehörigen oder in einem Coworking Space, der in der Nähe der eigenen Wohnung oder der Arbeitsstätte liegt, versicherungsrechtlich geschützt. Bei Telearbeit im weiteren Sinn, das nun eingeführt wird, dieser Begriff, der betrifft im Endeffekt den Rest der Welt, gibt es keinen Schutz bei Wegunfällen. Das ist ja noch argumentierbar, da es wahrscheinlich tatsächlich im eigenwirtschaftlichen Interesse der Arbeitnehmerinnen liegt. Aber dass auch von diesem Ort Wege zum Arzt, dem Einkauf von Lebensmitteln oder einem Lokalbesuch in der Mittagspause nicht unter den Versicherungsschutz gestellt wird, ist aus unserer Sicht klar abzulehnen. Denn das ist eine klare Verschlechterung für Arbeitnehmerinnen. Drittens muss ich anmerken, es hat auch eine Evaluierung gegeben bezüglich dieser Homeoffice-Regelungen. Haben 70% der befragten Arbeitnehmerinnen angegeben, dass sie im Zuge von Homeoffice entstandenen Aufwendungen entweder gar nicht oder nur in einem geringen Ausmaß vom Arbeitgeber ersetzt bekommen haben. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wieso der steuerbegünstigste Kostenersatz von lediglich nur 3 € pro Homeoffice-Tag und auch nur maximal für 100 Tage pro Jahr seit Inkrafttreten 2021 nicht valorisiert wurde und auch jetzt nicht an die hohe Inflation angepasst wurde. Ich persönlich sehe es auch als eine vertane Chance, dass kein einziger erzwingbarer Betriebsvereinbarungstatbestand zur Telearbeit geschaffen wurde. Dankeschön. Am Wort ist nun Dr. Dagmar Belakovic, bitte Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Herzlich willkommen hier bei uns im Parlament, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das sogenannte Homeoffice-Gesetz heißt ja jetzt, Homeoffice wird jetzt eben zu Telearbeit. Der zuständige Arbeitsminister lebt es schon vor, die Telearbeit, bereitet sich ganz offensichtlich via Telearbeit auf seinen neuen Job vor. Jetzt hoffen wir nur, er sitzt nicht am Strand, so wie er uns das erklärt hat im Ausschuss, wie grandios das Gesetz ist. Man kann jetzt nämlich am Strand arbeiten und sollte der Laptop zu brennen beginnen, so ist das dann ein Arbeitsunfall. Das war die Erklärung des Herrn Arbeitsministers und ich nehme an, er ist schon am Strand und probiert es aus. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, wir werden diesem Gesetz natürlich zustimmen, weil es gibt hier eine Besserstellung im Arbeits- bzw. auch im Unfallrecht. Ich hätte mir aber schon erwartet, dass der Herr Arbeitsminister irgendwann einmal zu einer Arbeitsdebatte ins Parlament kommt. Ich möchte ihn nur darauf hinweisen, die Arbeitslosenrate ist um 10%, ja schön, dass er zum Unterrichtsausschuss kommt, aber heute wäre es eigentlich gut gewesen, weil heute diskutieren wir über den Arbeitsmarkt und heute hätte er sich auch erklären können. Dazu immerhin haben wir eine steigende Arbeitslosigkeit im Juni um plus 10%. Ich glaube, es wäre viel zu tun in dieser Republik und der Herr Arbeitsminister wäre gut beraten, die letzten Monate auch noch zu arbeiten und sich nicht nur auf seinen neuen Job vorzubereiten. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hossig. Bitte, Frau Abgeordnete. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Hoher Ausschuss, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Machen Sie bitte mit mir einen großen Gedankensprung jetzt von den DachdeckerInnen und den TelearbeiterInnen zu den KulturarbeiterInnen auf eine Bühne. Es geht nämlich bei meiner Rede jetzt um das Theaterarbeitsgesetz und eine Novelle, der wir heute nicht unsere Zustimmung erteilen werden, weil soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern hier leider zu wenig und zu kurz kommt und noch immer nicht gewährleistet ist. Wir stehen vor einem Festspielsommer oder schon mittendrin und vielleicht werden viele von Ihnen auch Aufführungen besuchen, egal ob große Festspielhäuser Aufführungen bieten oder in kleineren Einheiten Sommerspiele stattfinden. Wir sollten nur nie vergessen, wer quasi im Ensemble vielleicht atypisch, hybrid oder per Werkvertrag beschäftigt ist, als Musikerin oder Musiker pro Abend eine ziemlich niedrige Gage bekommt
Und jetzt haben wir ein Theaterarbeitsgesetz, eine Novelle vorliegen, die einiges klärt, ja. Wenige Verbesserungen bringt, ja. Aber die großen Probleme, dass Künstlerinnen und Künstler, wenn sie tageweise beschäftigt sind oder, wie schon erwähnt, hybrid, atypisch oder als Solo-Selbstständige arbeiten, hier wiederum keine Antworten finden und keine Rechtssicherheit. Und ich glaube, als Kulturland und sehr stolz auf unsere Leistungen ist die Leistung der Künstlerinnen und Künstler ein riesiger Wirtschaftsfaktor für unser Land. Und die, die Werke in Auftrag geben, die die Festspiele veranstalten, sicher große Profiteurinnen und Profiteure sind, aber auch den Tourismus, Frau Staatssekretärin, sehr, sehr anregen. Aber wie schaut es aus, wenn Sie heuer irgendwo hinschauen mit den einzelnen Musikerinnen, Musikern, Schauspielerinnen, Schauspielern, die keine Superstars sind, sondern die Tag für Tag, am Wochenende, am Abend, vielleicht ohne Vereinbarkeitsregelungen für ihre Kinder, auch auf der Bühne stehen oder hinter der Bühne stehen. Und hier bei dieser Novelle im Theaterarbeitsgesetz, bei den Gastverträgen, bei den Vermittlungen nicht das finden, was sie bräuchten, um auch sozial abgesichert zu sein. Daher ist es gut, richtig und wichtig, dass wir auch noch, wenn ein Sozialausschuss im September stattfindet, die Petition zur sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern hier diskutieren können, die zugewiesen wurde dem Sozialausschuss, wo wir die Möglichkeit haben, noch einmal auf diese Absicherung der Künstlerinnen einzugehen und das, was der Verfassungsgerichtshof vielleicht zum Abschluss gesagt auch festgestellt hat, dass bei mehrfach geringfügiger Beschäftigung und wenn die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird, eigentlich ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen sollte und der Herr abwesende Arbeitsminister das einfach ignoriert und nichts dazu gemacht hat. Und darüber gehört noch geredet. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Magistra Eva Blemlinger. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und auch vor den Bildschirmen. Ja, die mehrfach atypisch Beschäftigten gebe ich meiner Vorrednerin völlig recht. Da braucht es eine Lösung, hat aber genau nichts mit dem Theaterarbeitsgesetz zu tun, sondern es ist ein Bereich, der die ganze Kunst- und Kulturbranche betrifft und nicht nur diese, sondern auch andere Branchen. Und ich glaube auch, dass wir hier eine andere Lösung finden sollten, die dem Erkenntnis des VfGH folgt. Was nun das Theaterarbeitsgesetz betrifft, ist das tatsächlich eine große Absicherung der freischaffenden Künstler und Künstlerinnen. Sie werden sich vielleicht fragen, wozu braucht es überhaupt im Theater ein eigenes Gesetz? Warum unterliegt das nicht am allgemeinen Arbeitsrecht? Weil eben die Beschäftigungszeiten zum Beispiel, die Beschäftigungsart, höchst unterschiedlich sind zu den in den Vorreden genannten anderen Berufstätigkeiten. Und wenn die Kollegin Heine-Schosse sagt, ja, wenn die am Arbeiten müssen, naja, Schauspieler, Schauspielerinnen arbeiten meistens, wenn sie Aufführungen haben, am Abend. Das gehört zum Beispiel schon dazu, ist schon eine Frage des Kollektivvertrags, den es ja auch gibt am Theater. Was dem Grunde nach zu gern war, ist die Frage, was überhaupt ein Theaterunternehmen ist. Weil bis dato war es so, dass ein Theaterunternehmen eben nur eine auf Dauer angelegte Organisation ist. Und damit war klar, dass alles das, was in sich veränderten Kunst- und Kulturzeiten passiert, nämlich dass es sehr viele Sommerfestspiele, sehr viele Events im Sommer gibt, die eben auch mit Theater verbunden sind, nicht darunter fallen. Und damit war unklar, wie da überhaupt Verträge auszuschauen haben und insbesondere unklar, wie das mit Gastverträgen sind, weil im festen, sage ich jetzt einmal, Staatsoper oder auch im Landestheater gibt es Ensembles, aber natürlich in Sommerspielen nicht. Und daher war die Frage des Gastvertrags eine, die zu lösen war, um endlich Klarheit zu schaffen. Und in Wirklichkeit gibt es jetzt zwei Arten von Gastverträgen, nämlich eine Typ 1 sozusagen, eine Verpflichtung von 5 Mitwirkungen. Also das ist genau auch dafür gedacht,
für Sommerspiele, für Sommeraufführungen. Und der Gastvertrag vom Typ 2 ist eine Verpflichtung zur Mitwirkung bei mehr als 5 Aufführungen, bis zu 60 Aufführungen im Spieljahr, auch dort, wo es ein Ensemble gibt. Also eine sehr komplexe und wirklich ganz spezifische Materie für das Theater, aber genau mit dieser Lösung ist es so, dass es eine viel bessere Absicherung auch der Freiberuflichen gibt. Solokünstler, Künstlerinnen ist wieder ein ganz anderes Thema, hat auch nichts mit dem Theaterarbeitsgesetz zu tun, ist zu lösen, aber all das ist nicht eine Materie, die im Theaterarbeitsgesetz ist, und daher bedauere ich sehr, dass Sie dieser wirklich wichtigen Verbesserungen die SPÖ nicht zustimmt, offensichtlich auch nicht genau sich das angeschaut hat, wie das im Verhältnis sozusagen zu anderen Gesetzesmaterien steht. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Terrororganisation Hamas endlich die Geiseln aus Israel freilassen soll. Nächster Redner ist Magister Gerald Lorca. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Hohes Haus. Drei sehr unterschiedliche Gesetzesmaterien, die da unter einem Tagesordnungspunkt verhandelt werden. Bauarbeiter, Urlaubs- und Abfertigungsgesetz. Jetzt kommt hier dieser Abänderungsantrag herein, kurzfristig, und es werden neue Berufsgruppen dem BUAG unterworfen, nämlich die Spengler, aber nicht alle, nur die Spengler, die keine Lüftungs- und Galanteriespengler sind. Ich bin dann auch gespannt, wie viele sich in der Praxis auskennen, und geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, das bedeutet für Sie auch etwas, wenn Sie nicht in so einem Betrieb arbeiten. Warum? Die BUAG ist relativ teuer, da muss man hohe Beiträge zahlen, das ist für die Betriebe aufwendig, und diese zusätzliche Bürokratie und die zusätzlichen Kosten, die zahlen natürlich Sie, wenn Sie Kundin oder Kunde eines solchen Spenglers sind, der jetzt auch unter das BUAG fällt, muss man immer dazu sagen. Dann zur Telearbeit. Wir begrüßen natürlich, dass jetzt auch regierungsseitig erkannt worden ist, dass die Menschen mobil sind und von allen möglichen Punkten aus ihrer Arbeit nachgehen können. Und es haben an diesem Gesetz so viele kluge Leute mitgearbeitet, dass es ein bisschen kompliziert geworden ist, wenn Sie das durchlesen. Jetzt gibt es Telearbeit im engeren Sinn und Telearbeit im weiteren Sinn. Gesetze im Bereich des Arbeitsrechts betreffen viele Menschen und sollten daher einfach verständlich sein. Telearbeit im engeren Sinn ist es, wenn Sie bei Verwandten der dritten Parentel arbeiten. Also ich frage mich überhaupt, wie viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Wort Parentel etwas anfangen können. Das kennen die Juristen, weil sie das studiert haben, aber sonst muss man das auch nicht kennen. Jetzt steht es im Gesetz drin. Aber ich sage Ihnen nur, die Kinder Ihrer Cousins und Cousinen sind Verwandte der dritten Parentel. Ich kann nicht die Namen aller Kinder meiner Cousins aufzählen. Überprüfen Sie mal, ob Sie das können. So ein absurdes Gesetz ist das geworden, leider. Also grundsätzlich, ja, ist es schön, dass der Gesetzgeber erkennt, man kann auch von woanders als vom Büro aus arbeiten. Aber es ist so kompliziert geworden, dass hunderte Rechtsfragen aufgeworfen werden, die dann alle von den Sozialgerichten geklärt werden müssen. Und da verdienen die Anwälte etwas und die Richter haben noch mehr Arbeit, als sie ohnehin schon haben. Und vielleicht war es auch gesponsert von der Anwaltskammer, das weiß ich nicht. Zur Theaterarbeit. Dieses Gesetz ist ein Ausfluss einer Diskussion, die wir bei anderen Berufsgruppen schon gesehen haben. Es geht nämlich ganz oft um die Frage, ist ein Erwerbstätiger selbstständig oder unselbstständig beschäftigt? Und es gibt einfach Menschen, die gerne selbstständig sind. Und es gibt immer wieder welche, die denen vorschreiben wollen, dass sie gefälligst Angestellte zu sein haben. Und das haben wir schon erlebt bei den Skilehrern, bei selbstständigen Programmierern, jetzt bei Künstlern, bei Seminartrainern, bei Kameraleuten, die dann oft von der Gesundheitskasse gegen ihren eigenen Willen zu Angestellten erklärt worden sind. Und jetzt macht man wieder, da mit dem Theaterarbeitsgesetz erklärt man wieder, wer aller Angestellter zu sein hat, ob er Lust hat oder nicht. Und wir sollten an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wenn jemand selbstständig arbeiten möchte, sollte er das dürfen und sollte nicht gegen seinen Willen zum Angestellten erklärt werden, weil manche Leute einfach gerne selbstständig und unabhängig sind. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir gelangen zur Abstimmung.